Ich hatte einen trockenen Trackday 2019. Wir sind zwei volle Stints am Bilster Berg gefahren und haben sehr viel wertvolle Daten und Informationen sammeln können. Sorry für die schlechte Soundqualität im jetzt folgenden Intro. Das ist den Motor- und Getriebelagern geschuldet. Die lassen keine guten Aufnahmen mehr im Innenraum zu, aber das Intro ist relativ kurz. Danach geht's nochmal weiter. Hallo alle zusammen. Malte, mein Co-Pilot und Kameramann und ich sind gerade auf dem Weg zum Bilster Berg. Wir haben heute den Track Day und zwar ist das der erste Track Day mit gutem Wetter. Bisher hatte ich ja nur Regen, wie ihr in den anderen Videos gesehen habt, und heute haben wir strahlend blauen Himmel und 28 Grad, was wiederum etwas zu warm ist. Aber wir wollen den heutigen Tag nutzen, gar nicht um Bestzeiten zu erzielen. So viel zum Thema, geht jetzt nicht um Zeiten ballern, wir wollen nur Parameter nehmen. Ich kotze gleich. Echt? Boah. Wir wollen heute mal so ein paar Parameter testen und mal schauen, was das Auto uns sagt. Eins, das bin ich in dem Fall, denn wir lassen heute die Klimaanlage aus und wir schauen, ob ich das überhaupt aushalte hier drin, ob das mit der Konzentration passt, ob ich ohne Klima fahren kann, denn wenn ja, dann könnt ihr euch denken, was die nächste gewichtsreduzierende Maßnahme ist. Und ja, das nächste, was wir testen, ist Öltemperatur. Wir gucken, ob die Öltemperatur konstant bleibt, beziehungsweise unter 130 Grad bleibt. Dann testen wir noch andere Parameter wie Ansauglufttemperatur, Motorkopftemperatur und so weiter. Die finde ich jetzt aber nicht so wichtig. Ganz wichtig finde ich das Öl. Nächster Punkt, Bremsen. Genau. Ich bin gespannt, ob meine Bremsen dieses Mal halten. Bilsterberg haben meine Bremse schon mal komplett versagt. Das war allerdings ein anderes Setup. Wir sind die EBC gefahren. Was ich davon halte, kennt ihr auch von meinem Video. Jetzt versuchen wir es mit den Packet bei solchen extremen Bedingungen. Nächster Punkt: Reifen. Genau, ich fahre die Michelin Cup 2. Vorab habe ich gesagt, meiner Meinung nach sind das keine richtigen Semi-Slicks. Daher rechne ich damit, dass die eventuell anfangen zu schmieren. Aber das sehen wir dann. Und ob überhaupt die Reifendimension die richtige ist. 225er rundherum ist relativ schmal. Bisher hatte ich gar keine Probleme, aber wie gesagt, bei den Bedingungen kann das etwas krass werden. Und der letzte und auch sehr ausschlaggebende Punkt ist die Reifentemperatur. Die Leute, die meine Videoserie gesehen haben mit dem Fahrwerkssetup bei Micha vom Mods Tuning, die wissen, dass wir ein Fahrwerkssetup erstellt haben. Ihm allerdings die Reifentemperaturen fehlen. Die sind besonders wichtig. Wer da nicht im Thema ist, schaut sich da am besten die Serie mit Micha an. Genau, da werden wir die Reifentemperatur innen, Mitte, außen messen mit dem passenden Druck. Und mit den Daten sind wir dann wieder bei Micha und dann stellt er mir anhand dieser Parameter und anhand der Infos, die ich ihm liefern werde, nochmal das Setup richtig ein und dann kriegt das Auto den passenden Feinschliff. Und ich bin gespannt. Wir sehen uns am Berg. Ciao. So, ich nehme euch mit. Ich glaube, das ist die Runde 4 oder 5. Bei den Außentemperaturen von 28 Grad war das Auto sehr schnell auf Temperatur, sprich Reifen, Öl etc. Daher haben wir nach der fünften Runde einen kurzen Boxenstopp eingelegt. Thank you.
Boxenstopp von außen aussieht, zeige ich euch das Ganze auch nochmal von der Außenperspektive. Allerdings mit dem Auto meines Kumpels, ein 1M Coupé. Nicht, dass ihr euch wundert, da es plötzlich um ein anderes Auto geht. Ich wollte einfach nur zeigen, wie das Ganze aussieht. Wir haben die Reifentemperaturen und Drücke schnell genommen, dass er dann fix weiterfahren kann, haben ihm da ein bisschen geholfen. Dieselbe Prozedur haben wir mit meinem Auto gemacht und mit seinem. Wie gesagt, bei mir die Innenperspektive, bei ihm die Außenperspektive. Nicht wundern, weiter geht's. Yes. Motor ist bei 110. Wie viel Motortemperatur hast du? Ich hatte 130, bin wieder bei 110. Ja, okay. Sehr gut. Rechts ist voll. Zum Thema geht jetzt nicht hier um Zeiten ballern, wir wollen nur Parameter nehmen. Ich kotze gleich. Echt? Boah. Also ich habe nur 2 Sekunden gefunden. Das ist so gut. Tipptopp. Ja, kommen wir schon zum Fazit des ganzen Events. Alles in allem war das ein sehr guter Tag. Wir sind 2 volle Stints gefahren. Beim Afterwork heißt das 30 Minuten pro Stint, was relativ viel ist. Wir hatten eine Außentemperatur von 28 Grad, was auch sehr viel ist. Eine gute
Nachricht und eine schlechte gibt es für mich in dem Fall. Fangen wir mit der guten an. Die gute Nachricht ist, die Reifentemperatur, beziehungsweise nein, die Reifen haben sehr gut gehalten. Ich habe den Michelin Cup 2 Reifen ja immer ein wenig, naja, schlecht geredet nicht, aber ich sage so Dinge wie, das ist kein richtiger Semi-Slick und ich glaube, der fängt an zu schmieren, gerade bei meinen Dimensionen, da ich 2,25 rundherum fahre etc. Ich muss sagen, der Reifen hat wirklich sehr gut gehalten, hat in keiner Situation geschmiert. Das heißt, ich brauche nicht wirklich breitere Reifen. Und da bin ich echt positiv überrascht. Der Druck, mein Anfangsdruck lag bei 2 Bar vorne, 1,9 Bar hinten. Und nach meinem ersten Boxenstopp, wo alles schon ziemlich warm war, beziehungsweise heiß war, lag ich bei 2,3 Bar vorne und 2,2 Bar in etwa hinten. Die rechte Seite war wärmer als die linke, dementsprechend war rechts auch der Druck um 0,5 Bar höher als links. Das ist dem Rundkurs geschuldet. Die Reifentemperaturen. Ich werde euch die einzelnen Reifentemperaturen nochmal explizit nennen, innen, Mitte, außen. Das machen wir allerdings, wenn wir bei Micha sind, zur Feinabstimmung, denn er braucht genau diese Daten und dann wird er mein Setup nochmal bearbeiten. Grundsätzlich kann ich zu der Reifentemperatur sagen, liegt sie in etwa so zwischen 60 und 70 Grad, was eine ziemlich gute Betriebstemperatur ist für den Reifen. Da bin ich sehr happy, dass die Werte sehen auch alle nachvollziehbar aus. Außen zu innen gibt es eine Differenz von ca. 10 Grad. Wer das Video gesehen hat, der weiß, dass das gut ist, da sich bei der halben Cooldown-Lap oder bei der Fahrt durch die Boxengasse die Außenflanke abkühlt. Da haben wir einen Korrekturfaktor angenommen von 10 Grad. Das haut genau hin. Das ist sehr gut. Der schlechtere Punkt ist meine Öltemperatur. Meine Öltemperatur liegt nach ein paar schnellen Runden bei 130 Grad, was viel zu viel ist für ein 10W40 Öl. Das heißt, also das war wirklich so meine maximale Obergrenze. Ich habe mir gesagt, bei 130 Grad fahre ich raus. Jetzt bin ich damit noch 2 Runden oder sowas gefahren. Ist auf Dauer nicht gut, weiß ich. Das heißt, dass wir einen Ölkühler brauchen. Ich fahre derzeit ohne externen Ölkühler. Das werde ich leider ändern müssen. Bisher hatte ich ehrlich gesagt keine Probleme. Allerdings hatte ich mit diesem Auto auch keinen Track Day bei 28 Grad Außentemperatur. Ja, alles in allem muss ich sagen, hat das Auto wirklich sehr gut funktioniert mit dem Setup. Ich war echt happy. Das mit dem Öl, da muss ich jetzt schnell ran. Bevor ich es vergesse, die Bremsen haben super funktioniert. Die Scheibe muss natürlich ziemlich leiden unter den Paget ASL 1 und den 29 hinten. Also die fressen die Scheibe ziemlich auf, was allerdings nicht schlimm ist, denn das ist der deutlich günstigere Part. Aber die Bremse hat wirklich gut standgehalten. Ich setze diese Bedingungen jetzt mal als Benchmark für die Bremse, denn die Außentemperatur in Kombination mit diesem Kurs sind wirklich fordernd und die Bremse hat das in dem Setup so standgehalten, daher würde ich sagen, approved. Also externe Bremsenkühlung, geschlitzte Bremsscheiben von Brembo vorne, die günstiger sind als die originalen bei eBay, Paget ASL 1 vorne, ASL 29, Stahlflexleitung, Rennbremsflüssigkeit. Keine größere Bremse, keine gelochten Scheiben, keine 6-Kolben-Performance-Bremse. Ich würde sagen, das ist die Low-Budget-Bremsenlösung, die ihr fahren könnt, um konstant gute Ergebnisse zu haben. Das ist jetzt offiziell approved. Wie ihr die Bremsenkühlung baut, könnt ihr euch in meinem letzten Video anschauen. Und allgemein gibt es auch zu der Bremse ohnehin ein extra Video. Und ja, alles in allem bin ich happy und ich sehe jetzt zu, wie ich einen Ölkühler in die Karre bekomme. Danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao!